Die Mutter Gottes am 16. Oktober 1986. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Kinder, die ihr das Opfer eurer Liebe gebracht habt, seid wachsam und gebt Acht, dass ihr das Brot des Himmels vom irdischen Brot unterscheidet. Der heilige Paulus mahnt euch mit ernsten Worten. Wer unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leibe und Blute des Herrn. 1. Korinthus 11,27. Meine Kinder, glaubt also mit lebendigem Glauben, dass der Herr in der heiligen Eucharistie wahrhaftig gegenwärtig ist. Meine Kinder, glaubt also mit lebendigem Glauben, dass der Herr in der heiligen Eucharistie wahrhaftig gegenwärtig ist. Meine Kinder, glaubt also mit lebendigem Glauben, dass der Herr in der heiligen Eucharistie wahrhaftig gegenwärtig ist. Mein göttlicher Sohn hat den an ihn Glaubenden folgende große Verheißung gegeben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, lebt in mir, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 6,57. Meine Kinder, schreibt es tief in euer Herz ein, um würdig zur heiligen Kommunion gehen zu können, bedarf es eines aus dem Evangelium gelebten Lebens. Bemüht euch darum Tag für Tag, denn die Eifrigen segnet der Herr, und sie werden die helfende und heiligmachende Gnade des Heiligen Geistes erhalten, um mutig und hingebungsvoll dem guten Hirten folgen zu können, der euch als Seelenfischer zum Vater führt. Vor der heiligen Kommunion fasst die Hand eurer himmlischen Mutter und sprecht die Worte. Mein Jesus, da du in der heiligen Kommunion Einkehr hältst in mein Herz und in mir lebst, will ich dich mit deinem Herzen lieben, mit deinem Herzen den guten Vater im Himmel, die heiligste Dreifaltigkeit anbeten und verherrlichen. Da ich mit dir vereint zu allem fähig bin, will ich mit deiner unermüdlichen Geduld zu allen Opfern bereit den Seelen nachgehen. Mit dir vereint will ich an die Türen des Herzens klopfen, sie bestürmen, bis man dir Einlass gewährt, dir, mein Herr, mein Gott und mein Alles. Wenn notwendig, stelle auch ich mich mit der schmerzhaften Mutter vereint unter den Stamm des Kreuzes, damit auch ich dir durch ihr mütterliches Herz alles hingeben kann, worum du mich nur bittest. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Opfer der Liebe. Das Opfer unseres Lebens sollen wir ernst, in guter Absicht und in demütiger Ganzhingabe vollziehen. Jedes Gebet, alle guten Werke, Leiden und die in ehrlicher Absicht verrichtete Arbeit sind vom hohen Wert, weil sie mit Christi Blut und Kreuzesopfer vereint dargebracht werden. Diese unsere Ganzhingabe nach den Meinungen des unbefleckten Herzens Mariens sollen wir so bald wie möglich vollziehen und auch des Öfteren erneuern.
das Opfer der Liebe. Mein Jesus, in Gegenwart der allerheiligsten Dreifaltigkeit, unserer himmlischen Mutter Maria und des ganzen himmlischen Hofes, vereinige ich mich mit dem Verdiensten deines kostbaren Blutes und Kreuzesopfers. Ich opfere dir mein ganzes Leben nach den Meinungen deines heiligsten, eucharistischen Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens auf. Und solange ich lebe, jede meiner heiligen Messen und Kommunionen, meiner guten Werke, meiner Opfer und Leiden. Ich übergebe dir alles im Geiste der Sühne, zur Anbetung der allerheiligsten Dreifaltigkeit, für die Einheit der heiligen Kirche, für den heiligen Vater, für unsere Priester, für gute Priesterberufe und für alle Seelen bis zum Ende der Welt. Mein Jesus, nimm dieses Opfer meines Lebens an und gib mir die Gnade, dass ich darin treu bleibe bis zu meinem Tode. Amen. 1955. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Opfer der Liebe. Die fünf Verheißungen Mariens an jene Seelen, die ihr Leben nach den Meinungen ihres unbefleckten Herzens aufopfern. Erstens. Ihr Name wird eingeschrieben sein in das vom Liebe flammende Herz Jesu und in das unbefleckte Herz Mariens. Zweitens. Durch ihre mit dem Verdiensten Jesu vereinte Hingabe werden sie viele Seelen von der ewigen Verdammnis retten. Die Verdienste ihrer Opfer erstrecken sich auf die Seelen bis zum Ende der Welt. Drittens. Von ihren Familienmitgliedern wird niemand verdammt werden, auch dann nicht, wenn der äußere Schein es so zeigen würde. Denn bevor ihre Seele sich vom Leibe trennt, werden sie in der Tiefe ihres Herzens die Gnade der vollkommenen Reue erlangen. Viertens. Am Tage ihrer Lebensweihe werden ihre eventuell im Fegefeuer leidenden Familienangehörigen befreit. Fünftens. In der Stunde ihres Todes werde ich ihnen beistehen und ihre Seele ohne Fegefeuer zur glorreichen allerheiligsten Dreifaltigkeit begleiten, wo sie ihren vom Herrn bereiteten Platz einnehmen dürfen und mit mir ohne Ende glücklich sein werden. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Jesus, da du in der heiligen Kommunion Einkehr hältst in mein Herz und in mir lebst, will ich dich mit deinem Herzen lieben, mit deinem Herzen den guten Vater im Himmel, die heiligste Dreifaltigkeit anbeten und verherrlichen. Da ich mit dir vereint zu allem fähig bin, will ich mit deiner unermüdlichen Geduld zu allen Opfern bereit den Seelen nachgehen.
Mit dir vereint will ich an die Türen der Herzen klopfen, sie bestürmen, bis man dir Einlass gewährt, dir, mein Herr, mein Gott und mein Alles. Wenn notwendig, stelle auch ich mich mit der schmerzhaften Mutter vereint unter den Stamm des Kreuzes, damit auch ich dir durch ihr mütterliches Herz alles hingeben kann, worum du mich nur bittest. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.